Liebe Geschwister, ich möchte eine Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit euch teilen. Abu Huraira radiallahu an überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam: Es gab unter den Kindern Israels drei Menschen, einen Leprakranken, einen Kahlköpfigen und einen Blinden, die Allah auf die Probe stellen wollte. Da sandte er einen Engel zu ihnen, der zunächst zu dem Leprakranken kam und fragte: Was hast du am liebsten? Er antwortete: Eine schöne Farbe und eine schöne Haut, denn die Menschen meiden mich wegen meiner geringen Ansehnlichkeit. Da strich der Engel über ihn und er wurde beschwerdefrei. Ihm wurde eine schöne Farbe und eine schöne Haut gegeben. Der Engel fragte weiter: Welche Güter sind dir am liebsten? Der Mann sagte: Die Kamele. Darauf wurde ihm eine trächtige Kamelstute gegeben und ihm zugleich gesagt: Diese möge für dich segensreich sein. Danach ging der Engel zum Kahlköpfigen und sagte: Was hast du am liebsten? Er antwortete: Schönes Haar und dass das von mir weggenommen wird, was ich jetzt habe. Denn die Menschen meiden mich wegen meiner geringen Ansehnlichkeit. Da strich der Engel über ihn und er wurde beschwerdefrei. Ihm wurde schönes Haar gegeben. Der Engel fuhr fort und sagte: Welche Güter sind dir am liebsten? Der Mann erwiderte: Die Kühe. Darauf wurde ihm eine trächtige Kuh gegeben und ihm sogleich gesagt: Diese möge für dich segensreich sein. Danach ging der Engel zum Blinden und sagte: Was hast du am liebsten? Er antwortete: Dass Allah subhanahu wa ta'ala mir mein Augenlicht zurückgibt, damit ich die Menschen wieder sehen kann. Da strich der Engel über ihn und Allah gab ihm sein Augenlicht wieder. Der Engel fragte weiter: Welche Güter sind dir am liebsten? Der Mann erwiderte: Die Schafe. Daraufhin wurde ihm ein trächtiges Mutterschaf gegeben. Diese Tiere brachten dann ihre Jungen zur Welt und vermehrten sich, dass der erste ein Tal voller Kamele, der zweite ein Tal voller Kühe und der dritte ein Tal voller Schafe besaß. Später erschien der Engel dem Leprakranken in dessen Bild und Gestalt von damals und sagte: Ich bin ein armer Mann, der auf seiner Reise von allen Hilfen abgeschnitten ist und somit besteht keine Möglichkeit zur Erreichung des Reiseziels, außer durch die Hilfe Allahs und durch deine Hilfe. Ich bitte dich im Namen dessen, der dir die schöne Farbe, die schöne Haut und die Güter gab, um ein Kamel, das mich auf meiner Reise zum Ziel bringt. Der Mann sagte: Du stellst aber große Ansprüche. Der Engel sagte: Es kommt mir so vor, als ob ich dich kennen würde. Warst du nicht ein Leprakranker, vor dessen Hässlichkeit sich die Menschen entfernten, und so arm, worauf Allah dir Reichtum gab? Der Mann sagte: Das habe ich von meinen edlen Vorfahren geerbt. Der Engel sagte: Wenn du gelogen hast, so wird Allah dich in den Zustand zurückversetzen, in dem du warst. Danach erschien der Engel dem Kahlköpfigen in dessen Bild und Gestalt von damals und sagte zu ihm dasselbe, was er zum ersten gesagt hatte. Als dieser ihm eine gleiche Antwort gab, sagte er zu ihm: Hast du gelogen, so wird Allah dich in den Zustand zurückversetzen, in dem du warst. Danach erschien der Engel dem Blinden in dessen Gestalt von damals und sagte: Ich bin ein armer Mann, der auf seiner Reise von allen Hilfen abgeschnitten ist. Und somit besteht keine Möglichkeit zur Erreichung des Reiseziels, außer durch die Hilfe Allahs und durch deine Hilfe. Ich bitte dich im Namen dessen, der dir dein Augenlicht zurückgab, um ein Mutterschaf, das mich auf meiner Reise mit etwas Milch versorgen kann. Der Mann sagte: Ich war blind und Allah gab mir mein Augenlicht zurück. Und ich war arm und er machte mich reich. So nimm, was du willst. Denn ich werde bei Allah dir nichts vorenthalten, was du um Allahs Willen nimmst. Der Engel sagte: Behalte deine Güter für dich. Ihr wurdet ja nur auf die Probe gestellt und Allah hat wahrlich Wohlgefallen an dir, während er Missfallen an deinen beiden Gefährten hat. Meine lieben Geschwister, was für eine schöne Überlieferung unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wann habt ihr zuletzt über eure Gaben, die Allah subhanahu wa ta'ala euch gegeben hat, nachgedacht? Wofür müssen wir uns eigentlich bedanken? Für unsere Gesundheit, für unser warmes Zuhause, für unser Essen, für unsere Eltern, für unsere Kinder, für unsere Augen, für unsere gesunden Beine und Arme. Nun stell dir die Frage: Was machst du mit all diesen Gaben? Führst du eine uneheliche Beziehung? Trinkst du Alkohol? Bist du ungehorsam zu deinen Eltern? Vernachlässigst du etwa deine Gebete? Und wenn die Antwort ja lauten sollte, dann wisse, dass das nicht so weitergehen darf.
Wisse, dass jede Undankbarkeit von Allah subhanahu wa ta'ala bestraft wird, wenn wir nicht bereuen. Lass es niemals dazu kommen, dass du die Gaben Allahs nutzt, ohne ihm dabei zu danken. Wir haben ein warmes Zuhause, während andere Menschen draußen schlafen müssen. Wir haben ein Bett, während sich andere Menschen aus Pappkartons ein Bett zusammenbauen. Wir können jederzeit eine Mahlzeit zu uns nehmen, während unsere Geschwister in Somalia, in Burma oder anderswo sich die Frage stellen, ob sie morgen überhaupt genug zu essen haben werden. Oder sie stellen sich die Frage, womit sie ihr Fasten brechen sollen. Ist das nicht traurig? Und wir beklagen uns dann auch noch. Wir haben einen vollen Kühlschrank, während 800 Millionen Menschen nicht genug zu essen haben und jeden Tag hungern müssen. Wann hast du das letzte Mal gehungert? Wie zeigt sich nun die Dankbarkeit? Mein lieber Bruder, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Vermögen gegeben hat, so zeige dich von deiner großzügigen Seite und sei nicht geizig. Ansonsten läufst du Gefahr, dass du zu den Undankbaren gehörst. Meine liebe Schwester, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Schönheit gegeben hat, so will Allah auch dich prüfen und sehen, ob du dankbar bist oder nicht. Fange an, den Hijab zu tragen, damit du zu den Dankbaren gehörst. Zeige Allah subhanahu wa ta'ala, dass du ihm für deine schönen Haare dankst. Manchmal haben wir die Vorstellung, dass Dankbarkeit sich nur darin äußert, dass wir Allah nur in Gedanken danken müssen. Oder dass die Dankbarkeit sich nur auf die Zunge beschränkt. Doch dies, meine lieben Geschwister, ist nicht die ganze Bedeutung von Dankbarkeit. Allah braucht uns nicht. Allah subhanahu wa ta'ala braucht unsere Dankbarkeit nicht. Wir brauchen ihn. Darum müssen wir ihm für alles danken. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so viele Gaben gegeben und durch seine Gaben prüft er uns, ob wir genauso undankbar wie der Leprakranke und der Kahlköpfige sind oder ob wir uns dankbar zeigen, genauso wie der blinde Mann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Dankbaren gehören lassen. Amin. يا إلهي لا إله إلا أنت.